Wir sind heute wieder in meinem Garten in Düsseldorf-Flingern und heute möchte ich ein bisschen was zu meinem Material erzählen. Das sind ja alles Aquarell-Wasserfarbenbilder auf einem guten Papier. Fabriano 640 Gramm aus Italien. Das lasse ich mir vom Großhändler schicken. Und für Aquarellfarbe Wasser brauchen wir. Möglichst viel, wie man das hier sieht, weil man immer wieder stark verdünnen muss. Und wirklich gute Pinsel. Das ist ganz wichtig. Das müssen jetzt nicht die allerteuersten Kolinsky sein, wo so ein Teil vielleicht dann 600 Euro kosten kann. Aber man sollte sich bemühen darum und diese in verschiedenen Stärken haben und noch pflegen. Die Grundlage von Aquarellmalerei ist letztendlich schon über wirklich Jahrhunderte, kann man sagen, Gummi Arabicum. Und das sieht so aus, wenn man das geliefert bekommt roh. Das sind also Stücke einer Akazienart aus Afrika. Ich denke so im Gebiet des Sudan. Und diese Akazien schwitzen diese Art Tränen aus. Und die sind natürlich dann innen auch, das sieht man hier, mit Verunreinigung. Also mit Rindenstücken und Nadeln. Und da bietet es sich an, das alles in einen Darmstrumpf zu stecken. In so ein Strümpfchen, was man irgendwo findet oder von seiner Freundin oder Frau bekommen kann. Und das Ganze wird zugeschnürt und im Wasserbad circa 24 Stunden einfach stehen gelassen. Man kann das Wasserbad auch erwärmen, dann geht es minimal schneller. Und der Vorteil in diesem Darmstrumpf ist, dass es schon gesiebt ist. Man muss sich um nichts mehr kümmern und das Resultat sieht dann so aus. Es ist also eine Viskose, drüber Flüssigkeit. Ich setze noch ein bisschen Glycerin rein, aber keinen Honig und keinen Zucker. Und das wird dann im Kühlschrank aufbewahrt und hält dann eine ganze Weile. Das sind also die Grundlagen. Das heißt, ich verwende sowohl selbstgemachte Farben, die ich eben mit Pigmenten und diesem Gummi Arabicum anmische, oder fertige Farben. Und da Winsor & Newton Schmenke hier aus Düsseldorf. Und dann gibt es auch noch diese Daniel Smith. Das sind amerikanische Aquarellfarben, die einen sehr guten Ruf haben und wo ich auch sagen kann, das sind tolle Pigmente und das lässt sich gut verarbeiten. Normalerweise wird immer gesagt, man soll mit wenig Farben, also mit wenig verschiedenen Farbtönen arbeiten. Aber da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch. Wenn man so eine Arbeit, die im Frühjahr entstanden ist, mit verschiedenen Rottönen umsetzen will. Das ist also auf einem Pfingstrosenfeld entstanden. Und dann muss man diese Rottöne haben. Die lassen sich einfach nicht mischen. Man kann verschiedene Rottöne untereinander mischen, schwächt aber dann wiederum die Brillanz ab. Das heißt, wenn ich diese Farbe verwenden möchte, dann sollte es möglichst auch so sein, dass ich sie da habe. Und das kann unter Umständen Mühe bereiten. Das heißt, man kommt gut und gern mit 10, 12 Aquarellfarben hin. Es gibt auch einfache Grundkästen und Grundzusammenstellungen für verschiedene Motive, für Landschaft oder Porträt oder möglicherweise auch für vegetabile Sachen, für Pflanzen und Blumen. Ich persönlich habe eigentlich immer so ein Standard zur Verfügung zwischen 50 und 70 verschiedenen Farbtönen, die ich hier in diesen Boxen, die es überall gibt, für 1-2 Euro anordne. Ich lege Wert darauf, dass das wirklich groß ist und nicht so kleine Näpfchen, die es fertig gibt im Künstlerbedarf. Man kann hier viel besser und gezielter arbeiten und dann fertige ich hier Abstufung an. Es ist natürlich klar, dass ich zum Beispiel für dieses Beispielbild jetzt diese ganzen Sachen nicht unbedingt alle brauche. Die stelle ich dann auch gegebenenfalls weg, sodass man eigentlich sagen kann, dass für so
beispielhaft für diese Arbeit es dann ausreicht, mit vielleicht 20, maximal 30 verschiedenen Farbtönen zu arbeiten. Und das kann man sich immer wieder zusammenstellen, wenn der Arbeitsplatz gerüstet wird, in dem Moment, wo man sich dem Motiv widmet. Also zusammengefasst ist es so, das ist meine subjektive Meinung, Aquarell ist von der Technik und von dem Umdenken und Weiß stehen lassen der Fläche ziemlich anspruchsvoll. Also es ist eigentlich deutlich schwieriger als Ölmalerei. Das ist meine persönliche Meinung. Die technischen Voraussetzungen dafür sind relativ überschaubar, aber man sollte, wie gesagt, auf wirklich gutes Papier Wert legen. Wenn dieses Papier zum Beispiel dünner ist, dann müsste ich das hier mit Klebestreifen fixieren und dann wegschneiden. Dadurch, dass ich 640 Gramm habe, das ist ja fast wie eine dünne Holzplatte, erübrigt sich das. Man spart sich also Zeit und behält letztendlich auch den Büttenrand, den ich schon wichtig finde in der Gesamtästhetik der Erscheinung. Gute Pinsel und Wasser. Es gibt auch Leute, die mit destilliertem Wasser arbeiten. Das halte ich für unnötig. Und dann kann man sich die Pigmente zusammenstellen. Also ich gebe selten einen direkten Tipp, aber die Firma Cremer, die hier in Süddeutschland ansässig ist, die hat so viel Erfahrung, die bauen selber Pigmente ab. Das ist so eine gute Beratung, dass ich das wirklich mal sagen kann und muss. Das ist möglich, sich das im Internet herauszusuchen. Und dann gezielt auch mit dieser Firma in Kontakt zu treten. Die haben auch Geschäfte, selbst in New York, weltweit. Also es ist der beste Anbieter für solche Sachen. Allerdings bedarf es einiger Erfahrung, um wirklich diese Sämigkeit und diese Konsistenz so herzustellen wie eine Farbfirma. Und das liegt daran, dass jedes Pigment verschieden viel von dem Gummi Arabicum aufnimmt. Es gibt also immer wieder den Zustand, dass man am nächsten Tag merkt, dass das alles gerissen ist. Und es muss eigentlich in so einem Zustand sein, dass gerade wenig oder kaum Risse sind, aber es darf auch nicht zu speckig werden. Und das muss man dann ausprobieren, indem man immer wieder etwas nachschüttet und durchrührt und eintrocknen lässt. Die ganzen Sachen, die ich hier habe, kann ich eigentlich selbst mit den Staffeleien zu Fuß, auf dem Rücken oder auf dem Fahrrad tragen oder im Auto, wie ich das möchte. Alle Farben zusammen, das ist ein Behältnis sozusagen, wo alles unterkommt. Also, das wär's für heute. Ich denke, dass jeder seine Erfahrung sammeln muss und das muss ich auch empfehlen. Es hilft nicht so viel, auf geheime Rezepte zu vertrauen oder sich alles abgucken zu wollen, sondern man muss das wirklich selber ausprobieren und sich Zeit und Mühe machen, die eigene Erfahrung in die Arbeit einfließen zu lassen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.